Freunde, Kutze und Fünf, Boss, Kutze, meine Freunde, Massiv redet irgendwie über den Beef damals, den mal böse man hatte und meint, die Zeiten waren damals anders. Ja, die Zeiten waren damals anders. Damals gab es auch kein Spotify. Damals musste man noch echte CDs verkaufen. Leute, überlegt euch das. An die ganzen 12-, 13-jährigen Kinder, wisst ihr überhaupt noch, was CDs ist heutzutage? Die, keine Ahnung, die 2016, 17 geboren sind oder so? Oder 12 oder so? Okay, da hat man noch CDs gehört. Aber da ging es Richtung, ab 2014 ist die CDs komplett niedergegangen. Keiner hat es mehr gehört auf CD. Also überlegt euch das. Da musste man in den Laden gehen, 17 Euro für eine neue CD bezahlen. Oder 18 Euro sogar, meine Freunde. Und da habt ihr den Künstler auch unterstützt. Keine Ahnung, der 2 Euro, 5 Euro. Bei gutem Deal 5 Euro, bei schlechten 2 Euro gekriegt. Und dann musste er wirklich dafür auch was tun. Er musste eine Promophase machen, dass die Leute auch Bock hatten, die CDs und die Boxen zu kaufen. Heutzutage ist Spotify 9 Euro Sparmodus. Jeder hört die Musik bis zum geht nicht mehr. Naja, aber die Zeiten damals waren kritischer. Du brauchtest viel härtere Sachen, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Darum hat Massiv auch mit dem Ghetto-Lied komplett kontrolliert. Und Böse wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Leute, keiner will arm sterben, ihr wisst doch Bescheid, Mann. Man will ein geiles Leben haben, aber dann kam es auch mal zum einen oder anderen Beef, Mann. Aber was soll man sagen? 13 Jahre später, man sieht ja, bei wem es gelaufen. Bei Massiv läuft es besser als bei Böse. Also, immer nur Beef machen, immer diese Agro-Schiene, immer so sich hochdissen. Okay, damals waren das halt alles kein richtiger Rap. Agro hat erst richtigen Rap gemacht und ein paar Leute wollten halt profitieren. Also, jedem das seine, meine Freunde. Okay, meine Freunde, so was wie du fühlen, Boost. Aber den gleich nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, meine Freunde.